Vielen Dank, Nicole. Und ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Kunstverlages. Auch ich freue mich sehr, Sie heute zum ersten Beitrag in unserer Vortragsreihe begrüßen zu dürfen. Der Deutsche Kunstverlag wurde am 1. Juli 1921 auf Initiative des Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung gegründet, um die reichen Fotobestände der ehemalig königlich-preußischen Messbildstelle verlegerisch zu vertreiben. Aufgrund seines Auftrages engagierte sich der Verlag von Beginn an besonders im Bereich der Kunstführer. Schon in den ersten Jahren erschienen Publikationen zu Museen und Kunstdenkmälern, etwa die Reihe Führer durch die staatlichen Museen in Berlin. Burkhard Meyer, Geschäftsführer des Verlages, gab 1926 selbst einen Band Potsdam, Schlösser und Gärten heraus. Diese Tradition setzen wir bis heute mit den sogenannten blauen Führern zu den königlichen Schlössern in Berlin, Potsdam und Brandenburg fort. Neben den Kunstführern bilden Publikationen wie Bestandskataloge und Ausstellungskataloge einen wichtigen Bestandteil unseres Verlagsprogramms. Es freut mich deswegen außerordentlich, dass Christoph Vogter zum Auftakt unserer Vortragsreihe heute zur Gattung der Museumspublikationen spricht. Und zwar unter dem besonderen Blickwinkel des Wandels durch die Digitalisierung, die uns alle nicht erst seit Corona stark beschäftigt. Bevor ich das Wort nun an ihn übergebe, möchte ich Christoph Vogter kurz vorstellen. Christoph Vogter studierte Kunstgeschichte, mittelalterliche Geschichte und klassische Archäologie an der Freien Universität in Berlin, der Universität Heidelberg und am Trinity College in Cambridge. 1996 wurde er mit einer Arbeit zur Gründung der Berliner Museen 1797 bis 1835 promoviert. Nach einem Volontariat bei der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg wurde er 1998 eben da Sammlungskustos für die Malerei der romanischen Schulen. Als solcher verantwortete er zahlreiche bedeutende Ausstellungen zu seinem Spezialgebiet, der französischen Malerei, und erarbeitete unter anderem den Verlustkatalog Zerstört, entführt, verschollen, die Verluste der preußischen Schlösser im Zweiten Weltkrieg, Gemälde Band 1 und den Bestandskatalog Französische Gemälde 1. 2007 wechselte Christoph Vogter als Kurator und späterer Direktor an die Wallace Collection in London. Und ab 2016 war er Direktor der Hamburger Kunsthalle. 2019 schließlich kehrte er als Generaldirektor zur Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg zurück. Lieber Herr Vogter, ich freue mich sehr, dass Sie nun Ihren Vortrag halten und wünsche uns allen viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank, Frau Richter, für die nette Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier wenigstens virtuell sozusagen dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Ich wollte heute Abend sprechen über die Zukunft der Museumspublikationen und da zwei Vorzeichen, vor allen Dingen im Zeichen des gesellschaftlichen Wandels und eben der Digitalisierung. Dabei werde ich im Wesentlichen über Fragen und Vermutungen sprechen, was sicher die Situation reflektiert, dass wir uns gerade alle in einem Übergangsprozess finden, in dem sich der Museumssektor tatsächlich eher vortastet als strategisch vorbewegt. Das ist besonders eben im Bereich der Publikationen so. Und ich hoffe deshalb auch sehr hinterher auf kritische Fragen und die Diskussion, denn es geht tatsächlich um viele offene Felder und Bereiche, wo ein Austausch uns allen sicher sehr gut tun wird. Der Deutsche Kunstverlag hat sich über ein Jahrhundert seine Reputation als wichtiger Partner für Universität, Denkmalpflege und Museen aufgebaut. Unsere Stiftung, die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg mit Sitz hier in Potsdam, ist tatsächlich auch eine große und wir hoffen auch eine wichtige Denkmalpflegeinstitution. Heute Abend möchte ich aber unseren Charakter als Museumseinrichtung in den Vordergrund rücken und aus dieser Perspektive einige Gedanken äußern. Natürlich spielt dabei die Frage der Digitalisierung eine große und für den Publikationssektor, denke ich, nach wie vor entscheidende Rolle. Meiner Meinung nach wird die größte Herausforderung für die Museumspublikationen allerdings eine andere Transformation sein, die mit der Digitalisierung eng verbunden ist. Der radikale gesellschaftliche Wandel international der Museen zu grundlegendem und proaktivem Strategiewechsel auffordert. Meine Gedanken beziehen sich also auf eine große aktuelle Umbruchssituation.
Sie ist die neueste in einer ganzen Reihe von produktiven und notwendigen Transformationen, durch die der Museumssektor das 19. und das 20. Jahrhundert hindurch alle 2 bis 3 Jahrzehnte geht. Das ist tatsächlich ein zyklischer Vorgang. Die vorausgehenden beiden großen Transformationen sind uns allen noch sehr präsent. In der Folge von 1968 der Versuch der ideologischen und soziologischen Öffnung der Museen. Und dann, 2 Jahrzehnte später, ab den 1980er Jahren die Popularisierung und Kommerzialisierung unserer Einrichtungen. Für letzteres Phänomen steht in Deutschland vielleicht symbolisch das Frankfurter Museumsufer. Seine immaterielle Seite war der kometenhafte Aufstieg der Sonderausstellung. Beide Umbrüche hatten eine umfassende Auswirkung auch auf den Publikationssektor. Gab es doch eine graduelle Zunahme sogenannter populärer Veröffentlichungen und vor allem einen explosionsartigen Anstieg der Zahl von Ausstellungskatalogen, die bis heute auch im DKV eine durchaus wichtige Rolle spielen. Wandlungen im Museumssektor berühren tatsächlich immer auch deren Publikationen. Wir wissen seit einigen Jahren, dass heute ähnlich folgenreiche, aber noch umfassendere Umwandlungsprozesse notwendig sind. Hier kommen 3 Faktoren zusammen. Das erste, das Wachstum des Museumssektors hält zwar noch an, doch wir alle wissen, dass es ungemütlich werden wird, wenn die Folgekosten uns erreichen, die das bisherige Handeln und das ungebremste Wachstum musealer Einrichtungen verursachen. Es ist unmöglich, dass die derzeitigen Entwicklungen im Museumsbereich auf Dauer tragfähig sind. Zum Zweiten ist es im Angesicht des Klimawandels unausweichlich, dass sich auch der Museumssektor seiner Verantwortung stellt. Wir sind also unter ökologischem und wirtschaftlichem Druck, der sich schnell und sichtbar aufbaut. Bereits das hat Auswirkungen auch für den Bereich der Museumspublikationen, für die weiterhin, wie schon gewohnt, Wirtschaftlichkeitserwägungen, aber zunehmend auch Nachhaltigkeitsfragen eine große Rolle spielen werden. Die neue Situation wird aber auch Auswirkungen auf Ausstellungen haben, die weniger Transporte und Materialverbrauch verursachen müssen. Und ich denke, der Grad des Einschnitts im Ausstellungssektor, der ist gerade erst dabei, uns tatsächlich vor Augen zu treten. Hier wird wirklich ein ganz, ganz grundlegender Kulturwandel in den nächsten Jahren notwendig sein. Die größte, 3. Herausforderung für Museumspublikationen liegt allerdings noch einmal woanders. Denn, wie zu Anfang schon gesagt, gehen wir durch eine Periode, in der sich das Publikum, die gesellschaftliche Funktion und der Auftrag der Museen wieder einmal dramatisch ändern. Wir sehen es alle. Gesellschaft, Fragestellungen, auch Bildungs- und Freizeitgewohnheiten ändern sich grundlegend. Ein immer größerer Teil der Bevölkerung sind nicht traditionell als MuseumsbesucherInnen sozialisiert und die bindende Kraft spezifischer kultureller Normen und auch einer kanonischen Auswahl wird schnell schwächer. Wir merken das zum Beispiel an neuen Fragestellungen, mit denen wir auch von der Seite einer zunehmend ungeduldigen Gesellschaft, aber auch indifferenter Nachwachsender konfrontiert werden. Erstere, die Ungeduldigen, fragen uns zum Beispiel in der SPSG, warum wir uns als kulturelle Gedächtniseinrichtung so lange nicht an den Kolonialismus erinnern konnten. Oder auch, warum wir als mit unseren Parks zentral Betroffene nicht früher laut über die Folgen des Klimawandels gesprochen haben. Die anderen, die Indifferenten, wollen von uns eine Erläuterung, warum zunehmend unbekannte Narrative, wie zum Beispiel Preußen, heute noch relevant oder auch nur interessant sein können und was sie heute ein monarchisches Erbe eigentlich angehen könnte. Wir sehen also von diesen 3 Themen, den Grenzen des Wachstums, der Nachhaltigkeit, dem gesellschaftlichen Wandel, ist sicher für den Bereich, über den wir heute Abend sprechen, den der musealen Publikation, hier vor allen Dingen der letzte relevant. Für Publikationen heißt das, was ich skizziert habe, vielleicht Folgendes. Wir werden in Zukunft für andere Menschen produzieren als heute und ganz besonders als gestern. Was könnte das bedeuten? Ich habe mir in den ersten Minuten meines Vortrags ein wenig Zeit gelassen,
um auszuführen, wie wir als Museen heute und zukünftig werden abwägen müssen in Fragen des Publizierens. Sind unsere Publikationen richtig und effektiv für die Menschen um uns herum? Oder bedienen wir im Wesentlichen unsere bisherige Anhängerschaft? Überspitzt gesagt, publiziert das Bildungsbürgertum für das Bildungsbürgertum. Bei diesen zuletzt beschriebenen Veränderungen durch den gesellschaftlichen Wandel möchte ich noch einen Moment verweilen. Für die Kultureinrichtungen ist dies eine grundsätzliche Herausforderung, denn stärker als in vorausgehenden Generationen müssen wir unser Publikum neu erobern und Menschen durch Relevanz überzeugen. Gewachsene Mobilität, sich wandelnde Bildung, soziologische Umwälzungen, die große Bedeutung der Migration in der Bevölkerung, dies alles hat dazu geführt, dass traditionelle Diskurse zwar weiter funktionieren, das ist durchaus der Fall, aber eben nur für einen spürbar weiter schrumpfenden Kreis. Als staatlich geförderte und für den gesellschaftlichen Nutzen gegründete Einrichtungen müssen wir, die Kunstmuseen, die musealen Einrichtungen, gesellschaftlichen Wandel aktiv begleiten und uns mit der Gesellschaft zusammen produktiv wandeln. Die Aufgabe unserer Situation wird es sein, die musealen Einrichtungen sanft und vorsorglich weg vom schwindenden Bildungsbürgertum in neue Hände zu legen. Diese Herausforderung ist wahrscheinlich größer als eine andere, die auch in meinem Titel erwähnt wird, im Titel dieses Vortrages. Denn nicht als eigenes Problemfeld benannt, habe ich bisher die wohl offensichtlichste Transformation im Verlagsbereich, nämlich das Thema Digitalisierung. Diese Entwicklung lässt sich allerdings schon etwas besser abschätzen und ist vielleicht deshalb auch eher zu imaginieren oder zu fassen. Doch denke ich tatsächlich, dass wir sie, die Digitalisierung, besser als Teil eines größeren Wandels begreifen, in dem wir uns auf absehbare Zeit befinden werden. Dem Wandel der Gesellschaft, deren Teil wir als Kultureinrichtungen sind. Und diese Änderungen der Kultur- und Wissensform sind natürlich zentraler Teil dieser Änderung. Vor diesem Hintergrund möchte ich gerne kurz verschiedene Bereiche der Museumsveröffentlichungen sozusagen besuchen, mögliche Konsequenzen der beschriebenen Entwicklung skizzieren und ganz provisorisch der Frage nachgehen, wohin geht die Reise in unserem Bereich? Ich möchte anfangen, vielleicht mit der großen Ausnahme, auf die vieles von dem, worüber ich bisher gesprochen habe, nicht im selben Maße zutrifft, nämlich die Bestandskataloge. Bestandskataloge sind eine 200 Jahre alte, klassische Gattung der Museumspublikationen. Sie sind wenig von der beschriebenen gesellschaftlichen Transformation betroffen, mit Ausnahme dessen, also im Gegensatz zu dem, was ich bereits gesagt habe. Sie werden für ein hochspezialisiertes Publikum und einen sehr kleinen Markt produziert. Ganz massiv aber kommt hier die Digitalisierung zum Zuge. Und diese Transformation hat bereits zu großen Teilen stattgefunden. Die Umstellung ist weitgehend erfolgt. Hier hat sich eine neue Aufteilung etabliert. Im Normalfall sind Kataloge heute digital, allerdings mit einer wichtigen Ausnahme, die meines Erachtens auch tatsächlich als Ausnahme wichtig ist und eine Ausnahme bleiben sollte, nämlich die Katalogräsonnée, also Kataloge, die tatsächlich sich sehr ausführlich einzelnen Objekten oder Objektgruppen widmen und diese tatsächlich eher in essayartiger Form diskutieren. So halten wir das auch bei uns in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Neben der Datenbank der Objekte veröffentlichen wir zu einzelnen Objektgruppen immer wieder gedruckte Kataloge, die tatsächlich auch einen forschenden, erörternden Charakter haben und mit längeren Einträgen aufwarten. Dies also die Bestandskataloge, wo ich denke, dass vielleicht die weitere Entwicklung eher vorhersehbar sein könnte. Ganz anders ist die Situation bei den Ausstellungskatalogen. Hier ist nach meiner Meinung der größte Wandel zu erwarten. Die derzeitige Situation ist durchaus paradox und auch komplex.
denn es ist eine Gattung, bei der die unterschiedlichsten, sehr widersprüchlichen Erwartungen zusammentreffen. Das eine ist der Komplex der Vorortinformation für den Besuch der Ausstellung. Das andere ist die wissenschaftliche Publikation. Ausstellungskataloge sind meistens so geschrieben, als ob man tatsächlich mit dem Katalog in der Hand vor den Objekten in der Ausstellung steht und sich dort informiert, vorab etwas liest, nachher etwas nachliest in den begleitenden Essays. Wir wissen alle, dieser Anspruch ist fiktiv. Wir alle haben es wahrscheinlich schon erlebt, wenn wir einen Ausstellungskatalog in einer Ausstellung gekauft haben, dass der automatisch in eine Tüte verpackt wird und einem in die Hand gedrückt wird. Ich bin auch schon mehrfach darauf verwiesen worden, dass ich jetzt ja auf dem Weg raus aus der Ausstellung einen Katalog kaufen könnte, denn ich wollte ihn das sicher unmöglich die ganze Zeit mit dabei haben und tragen. Das heißt also, die Kataloge sind tatsächlich in der Realität, auch der Verkaufenden, eher für die nachbereitende Lektüre und für die Erinnerung gedacht. An dieser Stelle kommt auch ein Generationswechsel mit hinein. Im Museumsshop der Hamburger Kunsthalle, wo ich vorher gearbeitet habe, haben die Verkäufer und Verkäuferinnen immer wieder berichtet, dass es tatsächlich ein wichtiges Faktum geworden ist, wie schwer ein Ausstellungskatalog ist. Denn die Menschen, die gerne die Ausstellungskataloge kaufen, möchten nicht mehr gerne schwer tragen. Das heißt, wir haben es also hier mit einem Publikum zu tun, was tatsächlich auch altert und was auch mit dieser Gattung altert, eine Entwicklung, die uns durchaus mit einem aktiven Denken, zu einem aktiven Denken auffordern sollte. Wir werden also zukünftig für diese begleitende Funktion der Ausstellungskataloge steigende Absatzprobleme haben. Die zweite Funktion von Ausstellungskatalogen ist eine andere. Hier wird das wissenschaftliche Argument gebracht. Ausstellungskataloge sind ein kuratorisches Anliegen, sie dienen der Veröffentlichung von Wissen über die Sammlung, über ein Thema, über Objektgruppen, dienen der Präsentation wissenschaftlicher Thesen. Und sie sind auch, und das ist innerhalb der Museumswelt, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, sie werden auch als eine Dokumentation gesehen. Immer wieder hört man von Kollegen und Kolleginnen das Argument, Kataloge sind wichtig, denn sie sind ja das, was bleibt von Ausstellungen. Wir haben hier also zwei ganz unterschiedliche Publika, die nachbereitenden BesucherInnen und die Fachwelt, gelegentlich auch die Institution als solche, die die Ausstellungskataloge auch als eine interne Dokumentation versteht. Beides passt allerdings nur schwer zusammen. Sind Ausstellungskataloge also zukünftig das richtige Format? Gesucht werden, glaube ich, zwei verschiedene Wege, zwei Richtungen, in die wir uns bewegen können. Das eine ist ein praktikableres Format für AusstellungsbesucherInnen. Das zweite ist für die Fachwelt ein Ausweichort für Publikationen, für Informationen, die eigentlich in wissenschaftliche Formate gehören. Diese beiden Funktionen gehören meiner Meinung nach getrennt. Es wäre also sinnvoll, wenn aus Ausstellungen oder um Ausstellungen herum gelegentlich Forschungsbände entstehen. Das passiert ja auch tatsächlich häufig. Das sind alles jetzt keine neuen Formate, aber welche, die es vielleicht zu systematisieren gilt. Forschungsbände, die dezidiert für ein wissenschaftliches Publikum gedacht sind und die tatsächlich den Wissenszuwachs innerhalb der Fachwelt im Rahmen der Ausstellung, einer Vorbereitung einer Ausstellung dokumentieren. Standard für das breite Publikum, für die AusstellungsbesucherInnen, sollte ein Ausstellungsführer sein. Ausstellungsführer im Gegensatz tatsächlich zum ausgewachsenen Katalog. Dieser kann digital und gedruckt sein und da ist ja auch der Übergang bereits in vollem Gange. Tatsächlich positionieren sich da unterschiedliche museale Einrichtungen auch ganz unterschiedlich auf diesem Kontinuum. Sinnvoll sind sicher auch gelegentliche Begleitbände, die sich von der Ausstellung entfernen können
und entfernen sollen. Hier besteht sicher die große Chance, denn Begleitbände können so präsentiert werden, können so konzeptioniert werden, dass sie tatsächlich ein gutes, sozusagen einen guten Bogen für den Leser, die Leserin zu Hause haben, dass sie ein Thema umfassender darstellen und dass sie auch als eine Einführung mit etwas breiterem Atem dienen können. Das traditionelle katalogkaufende Publikum bricht also wahrscheinlich weg. Der Begleitband dürfte eine Chance haben. Der Ausstellungsführer vor Ort, digital oder gedruckt, ist sicher ein wichtiger Service. Und der wissenschaftliche Aspekt der Ausstellung sollte sicher in Zukunft verstärkt separat angesprochen werden. Die Frage der Zukunft ist dann also eine andere. Wie erreichen wir das Publikum von heute und von morgen? Und das heißt, wir werden in Zukunft verstärkt über dieses Format Begleitband nachdenken müssen. Denn auch hier wird es nicht reichen, tatsächlich eine klassische Monographie sozusagen neben die Ausstellung zu legen, sondern es wird um eine intelligente Verbindung zwischen dem Erlebnis der Ausstellung und der Neugierde an dem Thema geben müssen, die hoffentlich in der Ausstellung entsteht. Benachbart zu Ausstellungskatalogen ist wahrscheinlich auch die Gattung der Meisterwerkebände, die es in vielen Museen lange gab, in denen wichtige einzelne Werke aus der Sammlung vorgestellt werden, in Schlössern auch gelegentlich einzelne Räume oder einzelne Komplexe. Diese Gattung ist ziemlich unverwüstlich. Ich glaube auch, dass sie lange weiter bestehen wird. Allerdings entwickelt sie sich sehr viel stärker hin zu einem Souvenir- und Mitbringselcharakter und entfernt sich sehr viel stärker davon, dass tatsächlich monographische Einträge einzelne Ausstellungsobjekte oder einzelne Sammlungsobjekte genauer definieren und genauer diskutieren. Das ist aber sicher auch eine Reihenform, eine Publikationsform, die in dieser Form sich weiterentwickeln und weiter existieren wird. Wir sind damit allerdings bereits in einem Bereich angekommen, in dem der Deutsche Kunstverlag und unsere Stiftung Preußische Schlösser und Gärten eng zusammenarbeiten. Frau Richter hatte das in ihrer Einführung bereits genannt und beschrieben, nämlich die Kunstführer. In unserem Fall sind es sogenannte blaue Führer, kleine Hefte von zwischen 30 und vielleicht 60 Seiten im Taschenbuchformat, in denen jeweils ein einzelnes Schloss oder ein einzelner Park oder Parkteil erläutert werden, auch in Rundgangsform mit einer kurzen historischen Einleitung. In diesem Bereich der Kunstführer, die schon durch ihr Format ja angeben, dass sie tatsächlich vor Ort genutzt werden wollen, steht wahrscheinlich der größte Übergang noch aus. Vor Ort ist anzunehmen, dass die Umstellung auf digitale Formate sehr stark noch zunehmen wird. Parallele Angebote in beiden Medien, digital und gedruckt, sind durchaus denkbar. Aber auch hier wird es verstärkt den Übergang zum Souvenir geben. Denn die Information vor Ort kann man sehr gut digital erhalten, wenn man etwas kaufen will. Möchte man es mitnehmen, um im Nachhinein sozusagen darüber nachzudenken, was man gesehen hat, daran erinnert zu werden. Das heißt, diese Funktion wird zunehmen, wenn man nicht mehr den Führer unbedingt braucht, um vor Ort auch die notwendigen Informationen zu bekommen. Es wird also sich stärker hin entwickeln zum Gedruckten, zum Nachlesen, zum Erinnern und auch zum Vertiefen. Ich habe gerade gesehen, auch als tatsächlich Besucher und Tourist, dass der Deutsche Kunstverlag das mit der Klassikstiftung Weimar auch versucht, ein solches Format, eine neue Reihe in Fokus, in der tatsächlich eben auch vertieft, thematisch, unterhaltsam einzelne Bereiche, Parks, Bibliotheken, Objektgruppen dort vorgestellt werden. Die Entwicklung könnte in diese Richtung gehen, zum kleinen Buch, über einen Ort, den man besucht hat oder besuchen möchte, unter bestimmten Blickwinkeln. Wie sollte die Entwicklung gehen zu Angeboten, die den Besuch nicht abbilden, sondern ergänzen? Das wird, glaube ich, die
ein sehr wichtiger Faktor sein in der Trennung zwischen digitalen und gedruckten Angeboten. Denn tatsächlich ist die Duplizierung der Erfahrung vor Ort A, nicht in diesem Maße nötig und B, auch besser digital zu liefern. Das heißt also, die ergänzende Publikation, die im Nachhinein weitere Informationen liefert, die einen bestimmten Blickwinkel vertieft, wird wichtiger werden. Sie bietet die große Chance zu thematischen Schwerpunkten. Ich hatte zu Anfang die Frage nach dem Kolonialismus erwähnt, also eine Publikation über koloniale Aspekte in den Schlössern und Parks zum Beispiel ist bei uns gut denkbar. Das ist eine Auswahl von Aspekten, eine Betonung von Aspekten, die tatsächlich in einer solchen Form der Publikation sehr gut der taschenbuchartigen, etwas substanzielleren Publikation gut denkbar ist. Vorteil an einem solchen Format ist auch, es lässt sich für einzelne Gruppen modifizieren. Das heißt, man kann tatsächlich mit einzelnen Themen, mit einzelnen Setzungen, mit einer besonderen Auswahl sehr gezielt einzelne Gruppen ansprechen und dadurch eben auch wieder den Kreis derer erweitern, die sich durch eine solche Publikation angesprochen fühlen könnten. Man kann dadurch auch die Kanäle erweitern, in denen man die eigenen Informationen und die eigenen Interpretationen verbreiten möchte. Ganz wichtig sein dabei wird das attraktive Format. Gesagt, die Informationen erlangt man schneller digital vor Ort. Es wird also darum gehen, dass tatsächlich ein schönes Objekt entsteht, das man gerne mitnimmt, mit qualitätvollen Abbildungen. Ein Objekt, das eine gewisse Lebensdauer hat und das auch eine gewisse Attraktivität hat. Mir ist nicht klar tatsächlich, und das ist auch, glaube ich, eine der Fragen, die viele von uns bewegt, ob diese Gattung der Kunstführer langfristig überleben wird. Ich denke, dass diese zweite Gruppe der vertiefenden Publikationen eine sehr viel größere Chance hat, sich dynamisch weiterzuentwickeln, als der klassische Führer, der sozusagen Raum für Raum durch ein Schloss geht zum Beispiel. Das ist sicher ein Format, dessen Ende wir alle hier noch erleben werden. Ich habe mit Interesse an der Einleitung von Frau Richter ja noch einmal bin daran erinnert worden, eine wie zentrale Rolle auch genau gerade diese Kunstführer für die Entstehung des Deutschen Kunstverlages gespielt haben. Sie haben übrigens auch eine zentrale Rolle für die frühe preußische Schlösserverwaltung gespielt. Das heißt, hier ist ein Bereich, wo wir uns alle werden daran gewöhnen müssen, sozusagen das hier an und auch das aktiv mitformen müssen, dass hier ein großer, ganz grundsätzlicher Wandel stattfindet, wo wir uns eben auch von liebgewordenen Formaten werden verabschieden müssen, in der Hoffnung, dass wir neue Formate liebgewinnen können, die diese ersetzen oder ergänzen. Derselbe Wandel zeigt sich ja auch im Bereich der großen Kunstreiseführer. Die sind eine wirklich wichtige Herausforderung jenseits des Museumssektors, tatsächlich auch nicht im engeren Sinne unsere Aufgabe, aber wir erleben es, glaube ich, alle, dass die Reiseführer mit qualitätvollen Informationen zu Geschichte und Kunstgeschichte bisher als Segment nicht wirklich ersetzt sind, also etwa in der Art der Reklamkunstführer oder des TGI in Italien, die ja mehr oder weniger auslaufen. Und wenn man eben nicht auf die Ebene des DIO will oder ein Länder will, in dem es eine entsprechende Publikation nicht gibt, ist es tatsächlich eine große und unbeantwortete Frage, was da stattdessen kommen kann, um einen auf solchen Reisen zu begleiten. Hier dagegen, das ist aber wiederum ein Bereich, wo wir als eine einzelne Einrichtung nur mitarbeiten könnten. Eine Frage, die zu groß ist, als dass wir sie selber angehen oder auch natürlich selber lösen können. Was bedeutet das alles nun für die Zukunft der Museumspublikationen? Wir haben, glaube ich, alle beobachtet, dass um uns herum viele Einrichtungen den Anteil der Druckpublikationen reduziert haben. Das ist erstmal eine verständliche Reaktion. Die Frage aber, ist das tatsächlich der Ausweg? Hier kommen wir wahrscheinlich auf dieses Paradox, was wir alle in der Digitalisierung erleben, dass Digitalisierung niemals völlig ältere Angebote ersetzt, sondern dass es sich als eine parallele Schiene sozusagen etabliert. Und das heißt auch für Einrichtungen, dass es tatsächlich mehr Arbeit entsteht und mehr MitarbeiterInnen gebraucht werden, um diese Aufgaben zu erfüllen. Das erklärt sicher, dass viele museale auch Einrichtungen
Druckpublikationen stark reduziert haben. Denn wenn man sich als Einrichtung konzentriert und vertieft auf digitale Angebote wirft, heißt das, dass sehr viel Arbeitskapazität gebunden ist, die natürlich auch für eine verantwortliche und sorgfältige Produktion von Druckpublikationen notwendig ist. Ich sehe also, lese diese Reaktion der Redaktion der Druckpublikationen in Museumseinrichtungen tatsächlich eher als eine pragmatische Reaktion, teilweise vielleicht auch als eine besorgt verzweifelte Reaktion auf ein Kapazitätenproblem, was ja in den meisten unserer Einrichtungen mehr oder weniger existiert. Das alleine, wie gesagt, kann die Reaktion nicht sein. Lassen Sie uns deshalb nach diesem Gang durch die Veröffentlichungslandschaft noch einen Schritt zurücktreten. Denn es sind einige allgemeinere und auch größere Fragen zum Vorschein gekommen, denen wir uns in den kommenden Jahren intensiv werden beschäftigen müssen. Und wir wissen alle, echte Antworten haben wir noch nicht entwickelt. Ich hatte ja zu Anfang schon betont, ich glaube, dass gute und valide Antworten im Bereich der Digitalisierung tatsächlich gefunden sind, auch wenn sie immer wieder neu gefunden werden müssen. Im Bereich der Reaktion auf den gesellschaftlichen Wandel sind wir da erst am Anfang, diese Antworten zu suchen. Drei Fragen möchte ich deshalb abschließend hervorheben. Hier sind meiner Meinung nach ist die Entwicklung von Antworten für den Museumsbereich besonders dringlich. Das Erste. Wie entwickeln wir Printpublikationen jenseits eines gewohnten, eines trainierten, eines sozusagen eingespielten, meist bildungsbürgerlichen Publikums? Das Publikum von Ausstellungskatalogen und weiteren größeren Publikationen, die wir herausbringen als museale Einrichtung, ist soziologisch spezifisch. Die Ausnahmen sind da wirklich gering und auch frustrierend gering. Der Markt für Publikationen in diesen Gattungen liegt im Wesentlichen immer noch in der bildungsnahen Mittelschicht. Wird das so bleiben, werden Printpublikationen ein soziologisch begrenztes Phänomen sein, auch in Zukunft. Ich würde sagen, falls die Antwort ja ist, sehen wir dem allmählichen Ende dieser Publikation entgegen. Denn diese Gruppe, die uns trägt und die jetzt eben auch die Kunden, Kundinnen sind, die ist tatsächlich dabei, sehr sichtbar zurückzugehen. Es kommt also darauf an, dass wir im Bereich der Printpublikation neue und eben sehr viel diversere Formate entwickeln, die auch außerhalb einer engen, sozusagen eingeübten und eben vorgebildeten Gruppe attraktiv sind, damit in diesem Bereich eine neue Kundschaft und eine neue Leserschaft vor allen Dingen ja heranwächst. Das ist eine große Aufgabe und auch eine sehr schwere, denn tatsächlich, das haben Sie ja gemerkt an diesem Rundgang durch die verschiedenen Formate, diese Formate sind durch eine sehr lange Tradition fast beschwert, kann man sagen. Sie sind sehr fest definiert, die Erwartungen sind sehr fest. Auch die Reaktionen der Produzierenden sind teilweise fast reflexartig, wie solche Publikationen auszusehen haben. Und hier ist tatsächlich ein großer Schritt zu tun. Einen davon haben wir in letzter Zeit bemerkt. Also wir werden es ja auch, wie wir alle festgestellt haben, es gibt immer mehr Ausstellungskataloge, die am Schluss eine kurze Liste der Ausstellungsobjekte haben und davor sich eben in unterschiedlichen Weisen entwickeln, wo es verschiedene Textgruppen zusammenkommen. Und das ist wahrscheinlich auch so ein erster Versuch des Sektors, tatsächlich dieser Frage sich zu nähern, wie man bestehende Formate aufbricht, weiterentwickelt, in einer Form verändert, dass sie außerhalb der üblichen Verdächtigen sozusagen auch ein attraktives Angebot bieten. Die zweite Frage. Universitäre Kunstgeschichte ist in ihren heute besonders aktuellen Fragen für ein breiteres Publikum zunehmend unverständlich. Wer übernimmt also eine publikumsnahe Vermittlung? Ich habe ja schon beschrieben, dass ich einen sehr klaren Unterschied sehe zwischen einem allgemeinen Publikum, durchaus vorgebildet akademisch,
und einem, also akademisch vorgebildeten, einem tatsächlich akademischen Publikum im engeren Sinne. Dieses, das zweite Publikum, spiegelt Tendenzen an den Universitäten, in denen sich Theoriebildung und Sprache zunehmend von einer allgemeinen Verständlichkeit und einer Nachvollziehbarkeit in der Relevanz entfernen. Das ist akademisch völlig gerechtfertigt. Das ist eine legitime Entwicklung. Sie führt aber auf der anderen Seite bei Museen zu Problemen, denn wir sind Einrichtungen, die dafür angetreten sind, dafür eingerichtet worden sind, solche Gräben zu überwinden und zu überbrücken. Bricht auf der einen Seite also der Wille zu einer breiteren Verständlichkeit weg, auch gelegentlich, weil es als ein Mangel an Wissenschaftlichkeit gesehen wird, bricht auf der anderen Seite dann eine solide vorgebildete Schicht weg, wird hier ein wichtiger Kommunikationsweg und ein Weg, dem Interesse und Informationen weitergegeben werden können, immer fragiler. Auch deshalb ist das, wie ich es schon ausgeführt habe, meines Erachtens das Konzept der wissenschaftlichen Publikation Ausstellungskatalog problematisch. Und sie wird dazu führen, dass tatsächlich eine gewisse Unverständlichkeit zunimmt. Und das ist nicht nur eine Frage der akademischen Sprache, sondern eine Frage der zunehmenden Spezialisierung der Felder, die in einem Ausstellungskatalog abgebildet werden, wie etwa zum Beispiel längere Berichte über restauratorisch-naturwissenschaftliche Untersuchungen, die in den allermeisten Fällen tatsächlich nur von einem kleineren Publikum wirklich nachvollziehbar sind. Die Aufgabe der Museen wird es also sein, eigene Formate und Sprachebenen zu entwickeln, die diese Lücke füllen können. Die dritte Frage, und das ist wahrscheinlich die wichtigste überhaupt, gibt es Publikationen für neue Gruppen von Besuchenden? Unsere Einrichtungen treten zurzeit an mit dem Anspruch, dass sie Menschen ansprechen wollen, die Museen als einen Ort nicht gewöhnt sind. Sie wollen diese Menschen einladen. Das bedeutet, es sind Publikationen jenseits eingespielter Formate notwendig. Denn wir wissen es alle, Menschen, die nicht regelmäßig in Museen gehen und die die gesellschaftlichen, sozialen Codes nicht kennen und auch den Habitus nicht kennen, den man, der im Museum erwartet wird, werden die Schwelle zum klassischen Führer und zum Ausstellungskatalog als besonders hoch empfinden. Und die Sprache, da sind wir vielleicht beim vorigen Punkt, gelegentlich hermetisch. Es geht also um die Frage, wie erreicht man eigentlich Menschen, die mit diesen, die nicht automatisch einen Ausstellungskatalog erwarten, sozusagen, und was für eine Art von Angebot würde dort ansprechen und würde dort tatsächlich einen Weg der Kommunikation etablieren. Das zweite Konzept, was Museen zurzeit sehr beschäftigt, ist das Konzept der Teilhabe. Wir sind alle inzwischen der Meinung, dass es nicht reicht, wenn Museen aus der Position derer, die mehr wissen, ihr Wissen teilen, ist in einer mehr oder weniger verständlichen Weise, gelegentlich auch in einer sehr weit auf das Publikum zugehenden Weise erklären, sondern wir sind der Meinung, dass wir Orte sind, an denen wir zunehmend auch die Mitsprache der Besucher und Besuchenden ermöglichen müssen. Es geht nicht nur darum, dass es tatsächlich ganz konkret um gemeinsam kuratierte Ausstellungen gehen kann, um Veränderungen im Museumsbau, in der Auswahl der gezeigten Objekte. Es geht auch darum, dass Themen gemeinsam entwickelt werden. Und wir werden zunehmend vor der Situation stellen, dass ein nicht besonders diverses Team in einem Museum Schwierigkeiten haben wird, Themen zu definieren, die für die Stadt um das Museum herum tatsächlich relevant, verständlich und auch spannend sind. Das heißt also, wir müssen Formate entwickeln, die eine solche Teilhabe ermöglichen. Und da ist erst einmal eine Printpublikation vergleichsweise schwerfällig und auch vergleichsweise schwer zu organisieren.
bisherige Projekte, die diesen Bereich vorangehen und die auch innerhalb der Museumswelt als modellhaft gelten, haben normalerweise als Publikationsform tatsächlich die Texte in den Ausstellungen und sie haben digitale Texte, aber ganz, ganz selten gedruckte Versionen. Und das ist ein Teil dieses Problems, was hier gerade entsteht, denn wir müssen eine agile, schnelle, flexible Form der Publikation finden, die es ermöglicht, auch in einer Teilhabesituation tatsächlich die gedruckte Publikation als eine Option zu nutzen, die ja auch große Vorteile gegenüber den digitalen Angeboten dort hat. Sie ist eben nicht so schnell veränderbar, aber sie hat dafür tatsächlich auch einen sehr stark identifikatorischen Charakter. Man kann sie mitnehmen, man war mit dabei, man hat das mitgeschaffen und es dient ihm auch der Nach- und Vorbereitung. Und schließlich, ein weiteres zentrales Konzept bei Museen in der derzeitigen Transformation ist die Idee des dritten Ortes. Wir alle versuchen, Orte zu werden, an die die Menschen gerne gehen, an die sie aber nicht nur gehen, um Kunst zu sehen, sondern auch, um sich dort aufzuhalten und sozusagen erst einmal zweckfrei dort zu sein. Dieses Konzept des dritten Ortes ist entstanden durch soziologische Beobachtungen, dass Menschen sich gerne Orte suchen, die zwischen der Arbeit und dem Haus liegen, also eben deshalb der dritte Ort. Und das kann eben die Stadtbibliothek sein, das kann aber auch der Friseur sein oder die Eckkneipe. Und es ist ein langer Lernprozess gewesen, in kulturellen Einrichtungen zu sagen, das ist tatsächlich keine schlechte Nachbarschaft, sich in einer solchen Gruppe zu befinden, sondern das ist ein wunderbarer Weg hinein in die Institution, eine Entwicklung, die die deutschen Stadtbibliotheken tatsächlich schon gegangen sind und dadurch ganz wesentlich neue Besucher, Besucherinnen, Schichten erschlossen haben. Diesen Weg gehen Museen auch zunehmend. Und auch hier stellt sich dann wieder die Frage, was heißt denn das dann eigentlich für Museumspublikationen? Ist das eine Aufgabe der klassischen gedruckten Publikationen? Ist das ein Aufgeben dieser Publikation? Oder ist es möglich, auch in einem sozusagen ein Museum, was erst einmal als eine relativ offene, unspezifische Einrichtung daherkommt und dann sozusagen hineinzieht und die Neugierde an den Sammlungen und den Aufgaben erweckt, gibt es dort Publikationsformen, die auch dieser Funktion entsprechen können? Und das ist tatsächlich auch eine Frage, auf die ich gerne eine Antwort hätte, aber keine Antwort weiß. Wir werden also, und das ist vielleicht sozusagen das Resümee dieses dritten Punktes, der Publikation für neue Besucher, Besucherinnengruppen, wir werden also auf Dauer Publikationsformen ablegen, die sich nur an traditionelle Gruppen wenden. Es sei denn, es handelt sich um ganz spezifische Gruppen wie eben die wissenschaftlichen. Aber hier muss eine neue Form von Publikation nachwachsen, damit dieser Sektor stabil bleibt. Und das wird eine große Herausforderung an uns alle werden, an Verlage, die auch vielleicht eine andere Form von Geschwindigkeit und Reaktionsvermögen entwickeln müssen und an Museen, die da sehr viel mehr zulassen müssen und sehr viel kreativer werden müssen in ihren Ansätzen, wie solche Publikationen entstehen können. Wir haben es gesehen, es warten viele Herausforderungen auf uns. Die Zukunft von Museen und Museumspublikationen kann gelingen. Beide sind für unsere Gesellschaft wichtig und spielen im Leben vieler Menschen eine gute Rolle und auch eine bleibende Rolle. Dazu müssen wir allerdings grundsätzlich neue Formate entwickeln. Formate, die die neuen Besuchendengruppen im Blick haben, die wir erreichen wollen und die wir auch erreichen müssen. Die größte Gefahr ist hierbei strukturkonservatives Denken. Denn wenn wir den Status quo verteidigen, gefährden wir das Ganze. Als konkretes Beispiel, wenn unser Ziel ist, den klassischen Ausstellungskatalog möglichst lange fortzusetzen, werden wir ihn vor unseren Augen langsam verschwinden sehen, weil seine Käufer und Käuferinnen, Leser und Leserinnen verschwinden. Wenn wir alternative Formate von Ausstellungspublikationen digital oder gedruckt entwickeln, kann es vielleicht gelingen. Meine Vorgängerin als Direktorin einer Londoner Wallace Collection hatte mir mitgegeben, als ich eine Arbeit dort antrat, dass man sich das Recht zur Veränderung einer Einrichtung durch die eigene Liebe zur Sache erst erwerben muss. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen
Ich würde aber noch einen Schritt weitergehen. Mit diesem Recht zur Veränderung kommt auch die Pflicht dazu einher, wenn man die Sache liebt. Wir alle werden daran gemessen werden, ob wir richtig agieren und schnell genug, um unsere Einrichtungen und ihre Publikationen nicht in einer schnell entstehenden Vergangenheit zurückzulassen, sondern in die Gegenwart zu führen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe auf Reaktionen und Auseinandersetzung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen sehr spannenden und sehr facettenreichen Vortrag. Ich